voor dit concert in Berlijn begon, het is nu nog steeds aan de gang, verschenen de regeringschefs van de beide Duitslanden op de televisie om hun volk toe te spreken. Een bedrukte Lothar de Maizière, maar eerst een glorerende Helmut Kohl in de rol van staatsman die hij zo graag speelt. Voor ons, en jeder weiß dies, liegt eine schwierige Wegstrecke. Wir wollen diesen Weg gemeinsam gehen. Wenn wir zusammenhalten und auch zu Opfern bereit sind, haben wir alle Chancen auf einen gemeinsamen Erfolg. Die wirtschaftlichen Voraussetzungen der Bundesrepublik sind heute ausgezeichnet. Noch nie waren wir besser vorbereitet als jetzt, die wirtschaftlichen Aufgaben der Wiedervereinigung zu meistern. Hinzu kommen Fleiß und Leistungsbereitschaft bei den Menschen der bisherigen DDR. Durch unsere gemeinsamen Anstrengungen, durch die Politik der sozialen Marktwirtschaft, werden schon in wenigen Jahren aus Brandenburg, aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Sachsen, aus Sachsen-Anhalt und aus Thüringen blühende Landschaften geworden sein. Die wirtschaftlichen Probleme, dessen bin ich gewiss, werden wir lösen können. Gewiss nicht über Nacht, aber doch in einer überschaubaren Zeit. Noch wichtiger ist jedoch, dass wir Verständnis füreinander haben, dass wir aufeinander zugehen. Wir müssen ein Denken überwinden, dass Deutschland immer noch in ein Hüben und in ein Drüben aufteilt. Über 40 Jahre SED-Diktatur haben gerade auch in den Herzen der Menschen tiefe Wunden geschlagen. Der Rechtsstaat hat die Aufgabe, Gerechtigkeit und inneren Frieden zu schaffen. Hier stehen wir alle vor einer schwierigen Bewährungsprobe. Schweres Unrecht muss gesühnt werden. Doch wir brauchen auch die Kraft zur inneren Aussöhnung. Ich bitte alle Deutschen, erweisen wir uns der gemeinsamen Freiheit würdig. Der 3. Oktober ist ein Tag der Freude, des Dankes und der Hoffnung. Die junge Generation in Deutschland hat jetzt wie kaum eine andere Generation vor ihr alle Chancen auf ein ganzes Leben in Frieden und Freiheit. Wir wissen, dass unsere Freude von vielen Menschen in der Welt geteilt wird. Sie sollen wissen, was uns in diesem Augenblick bewegt. Deutschland ist unser Vaterland, das vereinte Europa unsere Zukunft. Gott segne unser deutsches Vaterland. Optimistische Helmut Kohl, wat een contrast met DDR-premier Lothar de Maizière. Op zijn laatste werkdag in die functie van premier moest hij voor de televisie eigenlijk de grafrede uitspreken over de Duitse Democratische Republiek. Een grafrede die toch ook vertrouwen toonde in de toekomst. Die Duitse eenheid is met de bijtritt niet afgesloten. Ze is en blijft een gemeenschapsaufgabe aller Deutschen. Ze is niet nur een materiële vraag, sondern eine Frage des praktizierten Gemeinsinns. Die Einheit will nicht nur bezahlt, sondern auch mit dem Herzen gewollt sein. Zur Überwindung der Teilung gehört auch die Korrektur von Pauschalurteilen auf beiden Seiten. Sie haben ihren Grund in der Unkenntnis voneinander und oftmals in mangelndem Einfühlungsvermögen. Wir wissen sehr wohl, was die Vergangenheit uns angetan hat. Wir wollen sie hinter uns lassen. Wir wollen die Vergangenheit nicht verdrängen und wir haben sie ehrlich und verantwortungsvoll aufzuarbeiten. Aber sie darf nicht auch noch unsere Zukunft teilen. Wir stehen am Beginn einer neuen Zeit. Wir haben allen Grund, mit Freude und Zuversicht in die deutsche Einheit zu gehen. Unsere Probleme sind vergleichsweise gering, wenn man sich die Lebensumstände unserer Nachbarn in Osteuropa und die Ereignisse in der übrigen Welt vergegenwärtigt. Staatshoofd van de Bondsrepubliek, president von Weizsäcker, krijgt er straks 17 miljoen onderdanen bij. Morgenmiddag zal hij ze welkom heten in een toespraak. Vanavond verscheen hij al op de Duitse televisie in een vraaggesprek. Hier zijn antwoord op de vraag of ook het Duitse volk een eenheid zal worden. Moet jeder erkennen was dem anderen in seinen Erfahrungen wirklich wichtig war und was er davon bewahren möchte. Wir wissen zu wenig voneinander. Man weiß in der DDR nicht genügend zu würdigen, dass
zumal die junge Generation in der Bundesrepublik aufgewachsen ist in einer Welt, die man will. Umgekehrt weiß man in der Bundesrepublik zu wenig, dass unsichtbar unter dem SED-Regime eine Solidarität untereinander gewachsen ist, die zum Wertvollsten gehört, was es im Leben überhaupt gibt. In der DDR muss sich für die Menschen ungeheuer viel ändern. Sie sind ja glücklich und dankbar, dass sie die Freiheit haben und auch, dass wir an ihrer Seite sind, um ihnen zu helfen, aus dieser Freiheit etwas zu machen. Aber sie müssen nun so ungefähr alles ändern in ein Unbekanntes hinein. Und das ist eine außerordentlich große Anforderung. In der Bundesrepublik gibt es manche, die gar nicht wollen, dass dieser Vereinigungsprozess überhaupt etwas angeht. Da liegt ein Verständnismangel vor und den gilt es zu überwinden. Und das werden wir auch schaffen. Und wenn wir denn zusammen sind, sind wir 80 Millionen, eine gewaltige Wirtschaftskraft in der Mitte Europas. Verstehen Sie Befürchtungen, die es im Ausland gibt, dass da zu viel Macht auf einmal wieder zusammengeballt ist? Ich glaube, dass wir auch hier unterscheiden müssen zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Dass die Menschen, wenn sie in die Vergangenheit blicken, Sorgen haben im Hinblick auf die Vereinigung, lässt sich doch begreifen. Wenn wir aber uns selbst und uns allen unseren Nachbarn klar machen können, wem wir diese Einheit widmen wollen, nämlich der Vereinigung Europas und dem Frieden in Europa und darüber hinaus, dann werden sich diese Befürchtungen auch zerstreuen lassen. Denken Sie nur an das doch wohl wichtigste außenpolitische, den wichtigsten außenpolitischen Entwicklungsprozess, der zur Einheit geführt hat, dass nämlich die Sowjetunion eingesehen hat, sie will wirklich die Distanz zu Europa überwinden. Das kann sie aber nicht, wenn Deutschland geteilt bleibt. Also ist sie für die Einheit Deutschlands. Und dann hat sie zusätzlich eingesehen, dass alle die Nachbarn der Deutschen eine solche Einheit nur dann hinzunehmen in der Lage sind, wenn das vereinigte Deutschland in seinen Bündnisverpflichtungen des Westens verbleibt.